Startschuss zur 6. Etappe über 6.100 Seemeilen von Hongkong nach Auckland. Ein Team war nicht dabei, denn Vestas 11th Hour Racing musste ihren Volvo 65 per Frachter nach Neuseeland liefern lassen, wo er repariert werden soll. Skipper Mark Towell äußerte sich kürzlich zum ersten Mal zur Kollision, bei der ein Fischer starb, nachdem Vestas wohl keine Sanktionen drohen. Die 6 verbliebenen Teams aber machten sich auf den Weg und endlich schien der Knoten geplatzt beim holländischen Boot Brunel, das nach 2 Tagen in Führung lag, wenn auch nur knapp. Sollte die auf nur noch 7 Männer und eine Frau reduzierte Crew der Schlüssel zum Erfolg sein? Eines war klar, Veteran Bauer Becking musste jetzt abliefern. Ein knüppelharter Amwindkurs forderte die Profis gleich zu Beginn dieser Etappe. Doch kurze Zeit später nahm der Wind ab. Kurz hinter der taiwanesischen Südspitze trennte sich plötzlich das Feld, als Axo Nobel und Sun Hung Kai Scallywag auf der Suche nach mehr Druck in der Luft gen Norden abdrehten. Ein böser Fehler, wie sich bald herausstellen sollte, denn die beiden Teams fuhren direkt in die Flaute und lagen auf einmal über 100 Meilen hinter den Konkurrenten. Während die einen in der nervenaufreibenden Flaute vor sich hin dümpelten, genossen die anderen fantastische Segelbedingungen. Mit bis zu 28 Knoten schoss das Führungsquartett seinem Ziel entgegen. Doch das Rennen war noch lang und die nächste Flaute ließ nicht lange auf sich warten. Plötzlich waren Axo und die Scallywags wieder da und bügelten die 100 Meilen Rückstand aus. Mehr noch, sie ließen die übrige Flotte im Osten einfach liegen und gingen in Führung. Doch noch mussten die berüchtigten Doldrums von allen passiert werden. Mapfre und Dongfeng, die beiden Spitzenreiter des Gesamtklassements, lieferten sich derweil ein eigenes Matchrace, allerdings in völlig ungewohnter Situation, als Schlusslichter des Feldes. Wir sind Mapfre hinterhergefahren, aber ich glaube, dass er zum ersten Mal einen Fehler gemacht hat. Wir müssen jetzt nach Westen, aber das wird schwer. Nach 10 Tagen waren der Äquator und damit die Doldrums erreicht, was vor allem extrem wechselhafte Bedingungen für alle Teams bedeutete. Bei Dee Caffari's Turn the Tide on Plastic unterbrach ein wahrhaft gespenstisches Zusammentreffen die Wartezeit, ein Geisterschiff. Per Drohne näherte sich der Onboard-Reporter, um das Gefährt zu inspizieren. Wie sich herausstellte, war es die Yacht zweier US-Amerikanerinnen, die sie im vergangenen November aus fragwürdigen Gründen aufgegeben hatten. Es ist zu hoffen, dass die Yacht geborgen und entsorgt wird, bevor sie sich zum übrigen Meeresmüll dazugesellt. Dass der Onboard-Reporter James Blake, übrigens der Sohn von Sir Peter Blake, mit einer Drohne umgehen kann, zeigt sich in einem weiteren Videoclip von Bord. Er fliegt direkt durch den Niedergang unter Deck. Unterhaltsame Spielereien, um die windlose Zeit zu überbrücken. Doch zurück zum Rennen. Die beiden führenden Sun Hung Kai Scallywag und Axo Nobel wurden nach einem komfortablen Vorsprung vom nächsten Windloch eingebremst und die Flotte zog sich wieder eng zusammen. Plötzlich war Bauer Becking mit Brunel wieder dran. Diese Etappe war alles andere als entschieden. Das lag vor allem an den extrem unsteten Bedingungen oder wie es Scallywag-Skipper David Witt ausdrückte: Wir segeln mit 0,01 Knoten dahin und sie mit 13 Knoten und das Ganze nur 2 Meilen weit weg von uns. Der Endspurt nach fast 3 Wochen dann wurde zum echten Krimi. Dee Caffari frohlockte schon über einen greifbaren Podiumsplatz, denn zeitweise lag sie mit Turn the Tide kurz vor Auckland sogar auf Platz 2, während die rote Gefahr, namentlich Mapfre und Dongfeng, weit abgeschlagen schienen. Mehrere Teams entschieden sich für den Stealth-Mode, bei dem sie für 24 Stunden vom Tracker verschwinden. Darunter auch Brunel, die plötzlich immer langsamer wurden.
Bei Sonnenaufgang wurde an der Nordspitze Neuseelands deutlich, wie nah das Führungstrio Axo, Scallywag und Turn the Tide beieinander war. Eine extrem intensive Schlussphase der Etappe kündigte sich an. Und zu allem Überfluss rauschten von hinten plötzlich Mapfre und Dongfeng mit frischem Wind heran, sie, die alle schon abgeschrieben hatten. Am frühen Morgen des 27. Februar war es für Axo Noble und das Skipper Simeon Tien Bond geschafft. Sein Team gewinnt die erste Etappe ganz knapp vor den Scallywags, die nicht mal 3 Minuten dahinter als zweite durchs Ziel segelten. Die letzten 24 Stunden waren unglaublich, aber es war ein Matchrace über 6,5, knapp 7000 Meilen. Respekt an Scallywag, die haben es uns echt schwer gemacht. Selbst heute Morgen wechselte die Führung immer mal wieder, aber ich bin jetzt sehr stolz auf unsere super Teamarbeit. Wir sind ganz stark gesegelt und haben es geschafft, mit gerade mal 1,5 Meilen Vorsprung zu gewinnen. Just be 1,5 mile in front and finish the leg. Auf Platz 3 kam nicht, wie ursprünglich vermutet, Turn the Tide on Plastic, sondern Mapfre und direkt dahinter Dongfeng. Eine ganz bittere Pille für DK Ferry und ihre Crew, die sich über Platz 5 wirklich nicht freuen konnten. Schlusslicht wurde Brunel. Am 10. März starten die Import-Regatten von Auckland, bevor es am 18.03. auf die Königsetappe geht, von Neuseeland rund Kap Horn bis Itajai. Bis dahin bleibt eine Erkenntnis: Axo Noble ist zurück und das Rennen spannender denn je.